Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andi von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Video Review. Heute im Fokus das Wii U exklusive Sonic Boom Lyrix Aufstieg. Zum dritten Mal sehen wir den blauen Igel nun auf der Wii U flitzen. Nach Sonic Lost World und dem Wintersporttitel Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen in Sochi stellt Sonic Boom den letzten Teil des Exklusivdeals zwischen Nintendo und Sega dar. Dabei wurde das Jump'n'Run von dem Studio Big Red Button Entertainment entwickelt, was aus ehemaligen Naughty Dog-Köpfen besteht und daher mit Crash Bandicoot Erfahrung im Jump'n'Run-Genre gesammelt hat. Zudem erscheint das Spiel in den USA pünktlich zum Launch der TV-Serie gleichen Namens. Bei uns war es dann am 21. November 2014 soweit und das, obwohl wir eine deutsche Ausstrahlung der Serie alle Voraussicht erst irgendwann 2015 zu sehen bekommen. Dabei soll Sonic Boom übrigens als Spin-off der Hauptreihe gesehen werden. Das betonten die Entwickler mehrmals in Zusammenhang mit der Aussage, dass es sich anders spielen würde als herkömmliche Sonic-Spiele. Zudem erscheint ein eigenständiger Ableger für den Nintendo 3DS und wird von mir in einem separaten Video behandelt. Ihr habt's geschafft! Und Metal Sonic? Sagen wir einfach, der wird uns nicht mehr belästigen. Außer er kommt zurück. Anders als viele andere mochte ich Sonic Lost World sehr gerne. Einfach auch, weil es anders war. Daher war meine Vorfreude auf Sonic Boom groß. Allein die Tatsache, dass es von Leuten entwickelt wurde, die für die alten Crash Bandicoot-Spiele verantwortlich waren, machte mir Lust auf mehr. Doch dann kam die erste Review-Welle der englischen Kollegen und es machte sich Ernüchterung breit. Obwohl ich keine Review gesehen oder gelesen hatte, bekam ich in diversen Foren und auch von meinen Zuschauern auf Facebook mit, wie schlecht Sonic Boom sein sollte. Aber meine Vorfreude wurde nicht weniger. Ich freute mich weiterhin darauf, einfach aus dem Grund, dass ich mir gerne selbst ein Bild mache, als von diversen großen Zeitschriften und Internetportalen voreingenommen an ein Spiel zu gehen. Als das Wii U-Muster kam, war ich gespannt, was aus Sonic Boom geworden ist. Und genau hier erfahrt ihr es jetzt. Pass auf, wenn du dir hier einen Weg durchsuchst. Sonic, Tails, Knuckles und Amy sind drauf und dran, Dr. Eggman das Handwerk zu legen, als sie plötzlich über einen alten Tempel stolpern. Ohne böse Absichten erweckt Sonic darin die fiese Roboterschlange Lyric. Diese hat nur eins im Sinn, alles organische Leben auslöschen und alle Lebensformen durch Roboter ersetzen. Klar, dass Sonic und seine Freunde das verhindern wollen. Um Lyric zu stoppen, müssen sie vor der Schlange eine Reihe Kristalle finden, die in diversen Welten verstreut sind. Dafür nehmen sie viele Gefahren auf sich, Zeitreisen inklusive. Mehr möchte ich zur Geschichte, die übrigens in zahlreichen Zwischensequenzen erzählt wird, aber nicht verraten. Obwohl Sonic Boom auf einer TV-Serie basiert, stellt das Spiel handlungstechnisch ein Prequel dar. Zudem waren keine Drehbuchautoren der Serie am Werk. Die Geschichte stammt aus der Feder der Entwickler und ist für einen Jump'n'Run ganz gut, wie ich finde. Sie ist keinesfalls so simpel wie in den zahlreichen Mario-Games, sondern bewegt sich eher auf dem Niveau eines Sonntagnachmittag-Cartoons. Die Charaktere sind witzig, die Zwischensequenzen nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang und der Humor ist größtenteils gelungen. Zumindest musste ich oft schmunzeln, was für die Helden und alle anderen Charaktere spricht. Ich bin soweit. Sie ist soweit. Hiermit gelangt ihr zum Kartenraum. Die Entwickler haben es zwar bereits mehrfach gesagt, aber ich betone es an dieser Stelle auch noch einmal. Sonic Boom ist kein traditionelles Sonic-Spiel. Es ist ein Spin-off der Sonic-Reihe und spielt sich wirklich komplett anders als etwa die klassischen Sonics oder neuere Titel wie etwa Sonic Generation. Das Spielgeschehen teilt sich in Sonic Boom in drei Bereiche auf: Erkunden, Springen und Kämpfen. Es erinnerte mich positiv an die gute alte GameCube und PlayStation 2 Ära, in der ich mit Spielen wie Ratchet & Clank, Vex oder Mario Sunshine sehr viel Spaß hatte. Hier seid ihr von Anfang an in einer Gruppe von vier Charakteren unterwegs, die allesamt individuelle Fähigkeiten besitzen. Sonic glänzt natürlich mit seinem Spin Dash, Tails kann schweben, Knuckles kann klettern und Amy beherrscht einen Dreifachsprung. All diese Fähigkeiten braucht ihr mal mehr, mal weniger, um voranzukommen und könnt via Steuerkreuz jederzeit zwischen den vier Helden wechseln. Dabei erkundet ihr lineare Level, die durch eine offene Hub-Welt miteinander verbunden sind.
Die Geschwindigkeit anderer Sonic-Games sucht ihr hier aber vergeblich. Ihr bewegt euch eher in normalem Tempo durch die Level, sammelt Ringe, die euch als Energie dienen, springt über Hindernisse und kämpft gegen eine Reihe Roboter, die euch einen Kragen wollen. Dabei sind die Level unterschiedlich designt, wenn auch immer gleich aufgebaut. Meist müsst ihr von Levelanfang bis Levelende gelangen, dabei Feinde verprügeln und hier und dort ein paar Geschwindigkeitspassagen oder seichte Rätsel überwinden. Nichts Neues im Jump'n'Run-Genre, aber auch nichts Schlechtes. Das Kampfsystem gestaltet sich dabei sehr simpel. Die Roboter erledigt ihr via Y-Knopf und könnt mit dem X-Button eine zusätzliche Attacke ausüben. Von Mal zu Mal müsst ihr Endgegner besiegen, die aber sehr leicht sind und keine echte Herausforderung darstellen. Überhaupt ist Sonic Boom ein sehr leichtes Spiel, was man ihm schon vorwerfen könnte. Erst nach einmaligem Durchspielen schaltet ihr einen neuen Schwierigkeitsgrad frei. Und wenn wir schon bei Kritik sind, die Hub-Welt ist leider sehr leer, abgesehen von ein paar NPCs, für die ihr kleinere Mini-Quests erledigen könnt. Mehr Gegner zwischen den Levels hätten Wunder bewirkt. Auch glänzt Sonic Boom leider nicht mit Einfallsreichtum. Egal ob Level, Gegner oder Game Design, Sonic Boom ist sehr durchschnittlich und wird nach dem Durchspielen eher nicht im Gedächtnis bleiben. Dafür ist es einfach zu unspektakulär, aber längst nicht so schlecht, wie es andere Quellen behaupten. Es macht einfach nichts neu im Genre und das, was euch geboten wird, ist einfach mittlerer Durchschnitt. Da nützt auch der Beam nichts, der euch in Sonic Boom zur Verfügung steht. Mit Hilfe des A-Knopfs könnt ihr so an Schaltern ziehen, Gegner zu euch holen und werfen oder diverse Geschwindigkeitspassagen absolvieren. Doch bleiben erinnerungswürdige Momente in Kombination mit dem Beam-Feature aus, was sehr schade ist, da die Idee doch Potenzial hat. Doch nicht alles ist nur Durchschnitt. So gefiel mir der Multiplayer-Modus außerordentlich gut. Mit einem Freund als Koop-Partner könnt ihr nämlich das gesamte Spiel durchspielen. Dabei steuert Spieler 1 seinen Charakter via Gamepad, während Spieler 2 mit einem Controller auf dem Fernseher spielt. So könnt ihr das Abenteuer im lokalen Koop angehen und das ganz ohne nervigen Splitscreen. Sehr, sehr cool, allen voran, da lokale Koop-Spiele heutzutage eher Mangelware sind. Neben dem Off-TV-Gameplay, das ihr übrigens auch im Singleplayer nutzen könnt, steht euch der Controller nur noch als Scanner zur Verfügung. Damit könnt ihr geheime Räume entdecken, was cool ist, aber leider die einzige Einsatzmöglichkeit neben dem Off-TV-Play darstellt. Ich hätte mir mehr solcher Spielereien gewünscht. Ihr seht also, schlecht ist Sonic Boom ganz und gar nicht. Es ist einfach Mittelklasse. Und doch lädt es in einer Zeit, in der 3D Jump'n'Runs auf allen Konsolen kaum noch vorhanden sind, die Mario Games mal ausgenommen, zum Spielen ein. Allen voran durch das Wechseln der Charaktere und den tollen Multiplayer-Modus. Schätzchen. Bist du bereit, Sonic? Okay, an dieser Stelle muss ich schimpfen. Sonic Boom ist technisch alles andere als gelungen. Die Entwickler bedienten sich der CryEngine, mit der schon der Grafikblender Crysis gezaubert wurde. Aber leider hatten die Jungs und Mädels bei Big Red Button Entertainment die Engine nicht im Griff. Das macht sich an der Framerate besonders bemerkbar, was für ein stotterndes Spiel sorgt. Vor allem in den Kämpfen und in den Geschwindigkeitspassagen ist das sehr nervig. Dazu kommen matschige Texturen und eine detailarme Hubwelt. Hier und dort fanden sich zudem Bugs, die zwar unschön waren, aber das Spiel zum Glück nicht unspielbar machten. Hier wäre definitiv mehr drin gewesen, vor allem weil die Charaktere und eine Handvoll Metall- und Wassereffekte eine ordentliche Figur machen. Meine Theorie ist, dass die Entwickler keine Zeit mehr hatten, um an der Technik des Spiels zu feilen, da es zum Launch der TV-Serie fertig sein musste. Anders kann ich mir die Performance-Probleme nicht erklären. Bleibt also abzuwarten, ob wir in Zukunft Patches sehen werden, die zumindest die Framerate-Probleme beheben. Ansonsten bleibt Sonic Boom auch in Sachen Gegnerdesign und Level-Settings sehr durchschnittlich, ohne mit eigenen Ideen zu glänzen, das ist sehr schade. Hier sieht Sonic Lost World im Vergleich weitaus besser aus. Das gilt übrigens auch für den Sound. Die Musik ist nett, aber komplett austauschbar. Es gibt kein einziges Musikstück, das euch nach dem Ausschalten im Gedächtnis bleiben wird. Zumindest geht die deutsche Sprachausgabe in Ordnung, obwohl die permanenten Sprüche der Charaktere im laufenden Spielgeschehen auf Dauer nerven können. Schade, dass man diese nicht in den Optionen deaktivieren kann. Und weißt du auch, was dich schwach macht? Deine Loyalität zu deinen jämmerlichen Freunden. Du wirst nicht durch das Portal gehen, denn ich werde dich zerstören. Es fiel mir schwer, Sonic Boom letztendlich zu bewerten. Das liegt daran, dass es einfach nichts anders macht als gefühlte 99% der 3D Jump'n'Runs der letzten Jahre. Auf der anderen Seite hatte ich meinen Spaß mit dem Spiel, weil ich a. ohne große Erwartungen an das Spiel herangegangen war und b. es mich einfach an die tolle GameCube-Zeit erinnerte, in der ich viele 3D Jumper mochte, obwohl sie ebenfalls nichts Neues brachten. Spielerisch ist Sonic Boom nicht schlecht und auch in der heutigen Zeit, in der 3D Jump'n'Runs alter Schule Mangelware sind, recht spaßig. Vor allem mit einem Freund zusammen.
Leider vermiest die schlechte Technik dem Spiel eine höhere Wertung in meinem Test. Jump'n'Run-Liebhaber, die beide Augen in Sachen Performance zudrücken können und sich nicht unbedingt an Bugs stören, dürfen einen Blick riskieren. Alle anderen spielen lieber erstmal Probe. Das war mein Video-Review zu Sonic Boom. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Wenn ihr noch andere Wii U-Video-Reviews sehen wollt, dann klickt gerne auf die folgenden Links. Dort findet ihr eine Review zu LEGO Batman 3 und zu Bayonetta 2. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Videos und wie immer gilt, nicht vergessen und meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Andi von Retro Video Game Reviews.